Servus Burschen, wir sind wieder back und wir starten heute in ein ganz neues Projekt. Ihr könnt euch sicher alle noch erinnern aufs Projekt Road to Goat, was ich vor mittlerweile, glaube ich, 4 Jahren begonnen habe und vor 3 Jahren ist dann erst einmal fertig geworden oder sogar vor 2 Jahren erst. Aber das Moped hat ziemlich viele Marken, ziemlich viele Sachen, was wir beim Bauen damals falsch gemacht haben, weil uns ein bisschen noch die Erfahrung gefällt hat. Und deshalb bauen wir für die Rennsaison 2024, speziell natürlich für die Defly Rally, ein ganz neues Renngerät. Ihr kennt die Kotflügel und Nummerntafel vom Road to Goat Maxi. Gestern war es leider soweit, ich habe das Moped zerrissen. Wir haben nämlich ein paar Teile davon gebraucht schon fürs neue Projekt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einmal rein. Ich zeige euch alle Teile, was von dem Projekt, für das Projekt so bestimmt sind. Das Beste vom Besten ist gerade gut genug und ja, schauen wir uns das einmal an. Let's go! Hey, I got the recipe, never gonna let any op be the best of me. Thought it was distance, but haters is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company definitely show your trajectory. This ain't a diss, cause I say it respectfully. It's time to eat up, bread like a speeder. Taking it deeper and that's how it better be. I never let the comparison get to me. I just remember the promises meant for me. I know the enemy and that he sent for me. I keep the blood of the lambs my centerpiece. I cannot trust in no crystals or energy. Look at the chemistry, it do not even mix chemically. Most of the tricks, they be gimmicks, they mimic the truth. It's poison and we got the remedy. Ja, wir starten mal da rein in das Projekt. Ihr habt es eh schon auf Instagram vielleicht gesehen. Das wird der gute Rahmen, den was wir für das Projekt zerschneiden. Ich höre euch jetzt schon wieder fluchen und in die Kommentare schreiben, dass ich Arschloch bin, weil ich gute Buchmaxi-Rahmen zerschneide. Aber das Projekt ist gar nicht so billig und für das nehme ich dann nicht einen Rahmen, der was kaputt ist oder irgendwas. Wir haben beim Vorgängerprojekt eigentlich immer das Heck da lassen, weil ich immer haben wollte, dass das ausschaut wie ein Buch Maxi. War eigentlich gar nicht so ein Nachteil, aber für die Defly Rally, wo man wirklich alles auf High-End braucht, muss leider das Heck weg und deshalb werden wir das da abkappen und werden einmal ein richtiges Motocross-Heck gleich installieren. Ich habe mir da ein richtiges Motocross-Heck besorgt, das ist von einer Husqvarna 85 Kubik, passt von der Größe her ziemlich dazu. Das wird hinten installiert, falls es gatschig ist, dass man nicht so wie die letzten Jahre immer ausschauen wie ein Dreckfadel und voller Gatsch sind. Und ich glaube, das ist echt cool, weil das auch ein einheitliches Drum ist, kann nichts davon fliegen und die Form gefällt mir auch recht gut. Also ja, das wird der Hinterbau, also ganz anders wie bei den letzten Male, aber braucht man einfach, wenn man auf höchstem Level Rennen fahren will, würde ich sagen. Und bei der Schwinge, das ist mal auch ganz was anderes. Wir bauen keine Schwingen mehr selber. Zahlt sich heutzutage gar nicht mehr aus und ist vom Gewicht eigentlich, was ja auch mittlerweile ein ganz starker Faktor ist, auch nicht unbedingt der Vorteil, wenn man aus Steuerschwingen selber baut. Wir haben da eine Aluschwinge, ist original von YCF Bitbike eigentlich. Ist wirklich sehr leicht, länger als wie unsere üblichen Schwingen. Ich habe immer ein bisschen ein Problem gehabt in schnelle, lange Kurven. Das soll dann mit der Schwinge eigentlich auch weggehen. Und dazu war auch der Downhill-Dämpfer eigentlich immer zu schwach. Und für das habe ich jetzt da einen Afuren Bitbike, also wir verwenden das mal eigentlich ziemlich viele Bitbike-Teile, einen hinteren Dämpfer, den man ziemlich stark verstellen kann. Man kann da Druck- und Zugstufen einstellen, sollte normalerweise nicht mehr zu schwach sein, jetzt auch für Unternehmungen wie in Erzberg sollte das eigentlich dann reichen und nicht mehr so sein, dass das ganze Öl irgendwo ausrennt. Wenn wir schon beim Punkt Erzberg sind, ich sehe es noch da, wo mein Erzberg fällt. Sehst du das? Ja. und die waren natürlich auch jedes Jahr nach dem Erzberg eigentlich ziemlich hinnig, wie man da sieht, und zum Erneuern. Und aus dem Grund habe ich meinen guten Vetter, oder wie sagt man, nein, der Vetter ist der Cousin, gell? Mein Onkel kontaktiert, Bike Total Holzer in Hartberg, sind Spezialisten im Einspeichen von egal welche Radl. Und hat schon für zahlreiche Starter von unserer Buchmaxi-Range wirklich hochwertige Felgen gebaut. Und ich habe da jetzt endlich einmal investiert und habe mir SM Pro Platinum Felgen zugelegt mit einer richtig fetten Bremsscheibe. Wir müssen das ganze Bremsen auch wieder, was wir an Motorleistung von solch Maxi Factory haben. Und deshalb die fette E-Bike-Bremsscheibe. Sind wirklich sehr, sehr leichte Felgen. Was viele gar nicht wissen, die Felgen ist eigentlich das Wichtigste vom ganzen Moped, wenn es um Leistung geht. Das, was man sich bei der Felgen an Gewicht erspart, kann man am PS nie wieder zulegen. Und ja, deshalb empfehle ich euch immer schauen,
so leicht wie möglich Folgen bestücken bei der Maxi. Ja, beim Gobble Cup haben wir eigentlich was ganz Spezielles jetzt. Wie ihr wisst, müssen wir den Gobble Cup auch wieder einschweißen mit einer dementsprechenden Gobble Cup Party, zu der was ich jetzt schon Lenz Manuel hinter der Kamera herzlich einlade. Irgendwer muss dann in kaltes Wasser nämlich einen Gobble Cup Line machen und für das bist du. Mit dem Helikopter. Wir haben da diesmal vom Ewald Holzer von Bike Total ganz spezielle Lagerschalen gekriegt. Und zwar haben wir da die Möglichkeit, dass wir den Lenkkopfwinkel verstellen. Die sind ein bisschen außer der Mitte eigentlich, gibt es verschiedene, mit ein paar, mit halben Grad, 1 Grad, 1,5 Grad, das sind ein bisschen außer der Mitte die Lagersitz eigentlich reingemacht. Und so bringen wir die Gobel eigentlich oder den Radstand auf entweder ein bisschen einen längeren Radstand oder einen kürzeren Radstand, was vielleicht sehr entscheidend sein kann bei engeren Kurse oder halt bei schnelleren Kurse, kann man dann dementsprechend anpassen. Das werden wir mit dem DAX Factory in der Werkstatt wieder konstruieren. Ist vielleicht sogar schon auch gefilmt alles, vielleicht kommt das jetzt dann die nächsten Wochen gleich alles, ich darf da gar nicht zu viel verraten, aber wieder sehr, sehr spannende Sache, allein ist schon der Lenkkopf oder der Gobelkopf. Und ja, ich leg das einmal daher, wir machen jetzt da gleich weiter mit den ganzen Kleinteilen. Wie ihr wisst, ist mir schon öfters einmal irgendwo ein Fußraster angerissen und deshalb habe ich auch da wirklich das Beste vom Besten investiert. Ich habe da der 20 Taipac Titan-Fußrasten. Wirklich mit einem ordentlichen Halt. Nicht so, dass wieder die Zapfen rausfallen und ich immer vom Fußraster anrutsche oder einem runtertritt oder durch das auch verbirge. Also wirklich, wir haben das mal nichts in Zufall überlassen und das Moped soll wirklich das ultimative Cross-Mofa werden, was einmal so im Internet und auch überhaupt auf der Welt gibt. Ja. Die ganze Sache darf ich der DAX Factory konstruieren. Ich bin schon wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Bremsen wird das Ganze natürlich nachher wieder auf der Bike Total, die Magura MT5 Scheinbremsen. Ich habe schon die Scheiben dazu gesehen. Ist wirklich ein brutales Drum. Richtig groß. Kommt eigentlich vor ein E-Bike und sollte da dann beim Maxi eigentlich gut halten und auch nicht überhitzen und ja, dass man bei den Rennen nicht aus solchen blöden Gründen nachher ausfällt eigentlich. Vielleicht schon mal beim Rennen ausgefallen? Öfters, immer wieder, ja. Leider. Aber kann passieren. Wir haben jetzt lang genug eigentlich mit den alten Moped dahin gekämpft, sind, wie der Manuel gerade gesagt hat, 100.000 Mal schon ausgefallen. Und das nervt mich eigentlich so richtig, weil da ziemlich viele Siege deshalb flöten gegangen sind. Ja, motorisch, Feldner. Wir haben noch gar nichts über den Motor geredet. Es wird da leider nichts Wasserkühltes oder irgendwas aufgebaut werden, wie schon viele andere kommentieren, wir sollen einmal sowas machen. Ich bin einfach der Meinung, ein Buch Maxi, wir bauen das schon genug um. Es ist eigentlich, hat eigentlich eh schon immer viel damit zu tun, aber zumindest eine Sache sollte man beibehalten. Und zwar ist das, die Tatsache, dass man bei der Maxi einfach einen luftgekühlten Zylinder hat. Und das werden wir so beibehalten. Wir haben vom Zeug Maxi Factory einen sehr, sehr guten Motor. Hat mittlerweile eh schon um die 19 PS und ich glaube, das muss man überhaupt erst einmal da fahren und auch auf die Renndistanz da fahren. Deshalb halten wir da dem Italkit die Treue und werden da gar nicht viel vom motorischen Setup her verändern. Wir werden sie beim Moped eh ein paar Kilo an Gewicht sparen und ja, ich würde sagen, es ist wichtiger, dass wir fahrerisch ein bisschen sind, auch verbessern und konstant werden, als wie dass wir 5 PS mehr durch Wasserkühlung haben. Genauso wie der Auspuff wird auch von Zeug Maxi Factory sein, glänzt noch schön. Ist eigentlich auch viel Haben gerade drin zum Verkaufen, wie wenn man da jetzt auch ist. Wie sagt man, wie nennt man das, wenn man was herzeigen will? Es ist nur ein. Mal herzeigen ist das, oder? Ja, aber da gibt es ein bisschen. Ist wurscht. Scheiße, mein Bier rennt aus! Genau, Kupplung haben wir auch was ganz Spezielles, auf das werden sich viele freuen. Wir haben da von unserem Schweizer Freund, mit dem wir schon zahlreiche Hits gehabt haben auf der Defly Rally und auch wieder bei uns war in Österreich, die Two-Stroke Racing Parts Kupplung mit drei Lamellen. Es gibt da auf YouTube noch nicht viele Videos dazu oder irgendwas. Wir werden sie einer Folge nur dieser Kupplung widmen, werden euch zeigen, wie man die einstellt, werden vielleicht auch in Kenia ein bisschen, wenn es geht, über die Schweiz zu Wort kommen lassen, was die Kupplung so kann, was die macht, was die kostet. Ihr seht da alle Details. Ja, also ich glaube,
Es wird ein richtig, richtig cooles Projekt mit wirklich sehr, sehr interessanten Sachen, was man so noch nicht gesehen hat. Und ich freue mich darauf, dass man der Dax Factory wieder da zur Seite steht und mich dabei unterstützt. Ihr wisst das eh eigentlich, ich bin eher so der Rennfahrertyp. Dax Factory ist auch Rennfahrertyp, aber ist halt handwerklich sehr begabt. Und ich glaube, ohne Anwart ist alles nicht möglich und deshalb bedanke ich mich da jetzt schon mal. Ja, das waren einmal so im Großteil die Teile. Wir haben vorhin, ne, das habe ich jetzt nicht erklärt, weil es eh eigentlich offensichtlich und klar ist, wir werden wieder eine Fox 40 Downhill-Gabel für vorne nehmen. Ist einfach vom Gewicht so im Vorteil, was eine Motocross-Gabel oder irgendeine schwere Gabel eigentlich gar nicht wettmachen kann. Und ja, ich freue mich wirklich schon sehr drauf. Die Farbe und was auch immer werden wir im Laufe des Projekts wieder eruieren. Es sind immer alle so gespannt, welcher Farbe kriegt das Moped. Aber ich glaube, die meisten können sich schon denken, was wird die Farbe werden? Violett. Jawohl. Also ist das Geheimnis auch gelüftet. Und ja, ich würde sagen, bleibt dran. Es geht die nächsten Wochen richtig los auf YouTube. Wir haben schon einiges vorproduziert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Wir haben noch keinen Projektnamen. Ist egal, wir haben da die Möglichkeit, dass wir einen Projektnamen vergeben. Also alle da in die Kommentare können sie sich reinschreiben, theoretisch. Solange das nicht heißt, Starscheißer Projekt Nummer 1 oder irgend sowas, bin ich für alles offen. Also antwortet in die Kommentare, wie das Projekt heißen wird. Es wird eine neue Ära eingeleitet auf dem YouTube-Kanal und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Pfiat euch! Ja, wir starten das. Dass ich arschlich bin. Okay, ich muss mich mal zusammenreißen. Der Starscheißer-Karl. Starscheißer-Karl? Der Starscheißer-Karl und der Rumreißer. In den Rundsupport. Die was? Doch, die fette Grill. Die fette Grill, das ist gut. Was, das war einmal eigentlich das, gell? Ja, ist das scheiße geworden? Ja. Ja. Ist wurscht, kann sein, dass ganz was anderes rauskommt jetzt, aber. Wichtig ist, dass du sagst, wenn wir alle sagen, dass ich Arschloch bin, dann ja, gefallen. Ja. Das kannst du wiederholen. Ja. Das ist mir nicht wurscht. Okay. Kenny Buchser von Two Stroke Parts. Two Stroke Racing Parts, wie heißt denn der? Scheiße, das fällt mir nicht. Ist egal. Two Stroke Parts aus der Schweiz. Das ist scheiße geworden, nochmal, oder? Das ist komplett geschissen. Das ist komplett scheiße.